Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich sage jetzt mal Einblick in die Türkei, Schwerpunkt Istanbul. Ich werde mich jetzt von der Türkei im Allgemeinen ein wenig wegbewegen und werde jetzt in meinen Videos mal so ein bisschen den Schwerpunkt auf Istanbul legen, weil das ist eine Stadt, von der ihr auf jeden Fall noch viel mehr sehen müsst. Und heute sind wir mal im angesagten Bezirk Bakırköy. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt diesen Stadtbezirk mal sehen. Gesagt, getan. Heute geht es also mal im Schwerpunkt um Bakırköy. So, ich bin jetzt in so einer kleinen Seitenstraße, das seht ihr ja selber. Ja. Die Mieten hier sind richtig teuer. Also man bezahlt hier für eine Zweiraumwohnung ganz entspannt, wenn sie in einem guten Zustand ist, mal eben 3.000, 4.000, 5.000 Lira. Ja? Also kann sich kein normaler Mensch leisten. Oder du kriegst eine Wohnung für 2.000, für 1.500 Lira, aber dann ist die nicht bewohnbar. Ja? Also dann hat die vielleicht sogar noch einen Kamin und Fenster sind undicht. Also ganz, ganz fürchterlich. Es ist wirklich ein gutes Viertel, es ist ein schönes Viertel. Man sieht auch, dass die Seitenstraßen relativ breit sind und das ist halt hier eine schöne Fußgängerzone. So, zentral in Bakırköy haben wir diese beiden Einkaufszentren hier. Die schauen wir uns jetzt mal an. So, und zwar direkt neben mir ist das Kapa City. Hallo. Und weiter hinten zeige ich euch mal, ist das Einkaufszentrum oder ich sag mal die Shopping Mall, Karussell und das Kapa City und das Karussell. Ja, die gehören wirklich auch zu den ersten Shopping Malls, die hier gebaut wurden. Das ist ja auch ein relativ, ich sag mal für Istanbuler Verhältnisse alter Stadtbezirk. So, und jetzt sind wir vom Kapa City. Ja, und da hat man halt alles drin. Migros, Mediamarkt, LCBKiki, ein Hugo Boss Store ist auch drin. Und so ein Hugo Boss Store, der ist natürlich, ich sag mal, nicht in den Arbeiterbezirken. Ne? Da, wo noch die ganzen Gadget-Kondos sind. Das ist also schon, ich sag mal, wohlhabenderer Stadtbezirk. So. Und das Ganze sehen wir uns heute mal genauer an. Jetzt sind wir, ich sag mal, ein bisschen weiter weg vom Zentrum. Und also da gibt es einen Ort, den muss ich euch unbedingt zeigen. Und zwar laufen wir jetzt mal hier über eine Brücke, über die Schnellbahn und die Stadtbahn, die jetzt erneuert werden. Und was ich so toll finde in Istanbul ist, dass man halt überall diese Buchhändler hat. Ja, also hier gibt es wirklich an den meisten großen Plätzen diese Buchhändler. Hier werden neue und gebrauchte Bücher verkauft. Und auch wirklich alles. George Orwell bekommt man hier. Alle möglichen, auch kritischen Bücher, ne, die zum Beispiel in Deutschland überhaupt gar nicht gedruckt oder verkauft werden können. Und hier will ich euch jetzt mal etwas zeigen. Und zwar durch Bakırköy läuft unter anderem diese Bahnstrecke, die ist 1871, hat der Ausbau dieser Bahnstrecke begonnen. Da wurde die angelegt und die war jetzt 10 Jahre lang oder 15 Jahre lang war die stillgelegt. Und nun ist es ja so, dass der Staat ja immer mehr Geld zur Verfügung hat. Und nun wird auch diese Strecke wieder erneuert. Und zwar wird hier ein Schnellzug dann langfahren. Das war damals ja, so eine, ich sag mal, recht runtergekommene Bahnstrecke. Da ist man nur mitgefahren, wenn man wirklich musste.
Ihr seht, hier tut sich wirklich einiges. Auf der anderen Seite ist der Bahnhof Bakkekyö. Den würde ich jetzt gerne filmen, kann ich aber nicht, weil da kam jetzt gleich irgendwie so ein Sicherheitstyp raus und hat mich böse angeguckt. Ja, also keine Ahnung, vielleicht hat er ja irgendwie gestern schlecht geschlafen oder eine Racke zu viel gehabt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, auf der einen Strecke, seht ihr den äußeren, da wird halt der Schnellzug fahren. Und hier wird die Stadtbahn fahren, aber auch ein Schnellzug. Und ganz interessant, man hat hier über Bakkekyö gleich Anbindung an die Marmaray. Sprich, man kann hier dann gleich auf die andere Seite, auf die asiatische Seite fahren. Tolle Sache, tolles Projekt. Ich denke mal, zur Eröffnung werde ich euch dann nochmal ein schönes Video darüber präsentieren können. Hinter mir ist der Bakkekyö Maidan. Und wir sind jetzt hier, ich sag mal, in der Hauptfußgängerzone von Bakkekyö. Wir gehen heute mal nicht zum Maidan, den zeige ich euch aber noch. Da ist heute eine HDP-Veranstaltung. Ja, da ist auch entsprechend Polizei auch vor Ort, die dann da unter Umständen für Ruhe sorgen sollen. Andermal, ja. Ist noch Zeit. Ihr merkt, Wetter wird gerade schön. Wir werden noch eine ganze Menge Zeit haben, uns Istanbul anzuschauen. So, heute soll es erstmal um Bakkekyö gehen. Und zwar haben hier ja früher viele Armenier gewohnt und wohnen auch immer noch. Und die Armenier sind ja Christen. Und ihr seht hinter mir noch eine alte Kirche aus der byzantinischen Zeit. Und wie ihr seht, die ist auch nicht im schlechtesten Zustand. Ja? Wenn ich mir angucke, wie da in der Bundesrepublik Deutschland Kathedralen abgerissen werden, um mehr Braunkohle zu fördern, wobei ja die Braunkohle im Prinzip in der BRD sowieso ausläuft, da wird mir wirklich speiübel. Ne? Also hier werden diese alten Gotteshäuser ja, sehr schön hergerichtet. Was ihr da in der Mitte seht, ja, zentral, das war mal der Eingangsbereich, das war mal die Eingangstür. Die liegt jetzt, ich sag mal, zur Hälfte unter der Erde, weil hier so oft neuer Belag aufgeschüttet wurde. Also ich habe es ja im letzten Video schon angesprochen, teilweise haben wir hier 5 oder 10 Meter Sedimente aus den verschiedenen Epochen. Und diese Kirche, ja, die ist aus der byzantinischen Zeit und da sieht man sehr schön eben an diesem tiefer gelegenen Eingang, wie oft hier diese Straße schon neu gemacht wurde. Und jetzt können wir auch gleich weitergehen. Und ganz interessant hier hinter mir, da steht Ermeni Kilesi. Moment. Ja, da seht ihr Ermeni Kilesi. Das ist also eine alte armenische Kirche. Und auch hier seht ihr wirklich, die ist in einem hervorragenden Zustand. Ja. Ganz großartige Sache. Nochmal so ein bisschen aus der Nähe. So, also jetzt eine kleine Zwischenstation. Und wir gehen jetzt mal weiter die Straße runter. Denn da hinten, da ist das Meer und das schauen wir uns jetzt mal an. So, und jetzt sind wir unten am Wasser in Bakkekyö. Ihr seht hinter mir, es ist jetzt nicht die Stadtautobahn, es ist halt eine Hauptverkehrsstraße hier in Istanbul. Die läuft jetzt direkt geradeaus weiter und kommt dann an der Stadtmauer an, läuft dann parallel zur Stadtmauer bis zum Goldenen Horn durch. Also man fährt von hier aus vom ich sag mal von einem Außenbereich der Innenstadt bis in die Innenstadt, circa 10 Minuten und dann ist man vor Ort. Es kann aber auch sein, dass man, ja, ich sag mal eine Stunde unterwegs ist und zwar wenn Rush Hour ist. So, ihr seht hinter mir eine ganze Menge Schiffe. Mit den Schiffen hat es eine sehr interessante Bewandtnis, das ist aber nicht Gegenstand dieses Videos, darüber sprechen wir ein andermal. Am Horizont seht ihr einmal die asiatische Seite und ganz, ganz, ganz weit am Horizont seht ihr die Jungfraueninsel. Ja, also das ist das Marmara-Meer und wie gesagt, die ganzen Schiffe, das ist ein ganz interessanter Punkt, dazu kommen wir aber später noch.
Wenn ihr hier in Bakırköy seid, wenn ihr mal in Istanbul Urlaub macht, dann kommt auf jeden Fall hier zu diesem Ort und besucht das, das Marina, also besucht den Marina-Park. Ja? Und zwar seht ihr den hier. Der Marina-Park ist zum einen Bootsanlegestelle. Hier fährt der Vapor, der Dennis-Autobüssel, und der ist in circa 15 Minuten drüben auf der asiatischen Seite. Das ist eine Distanz, für die braucht man normalerweise mit dem Metrobus ja, dreiviertel Stunde. Und wenn man Pech hat, man fährt mit Auto und ist gerade Stau, dann kann das auch schon mal anderthalb Stunden dauern. Wie gesagt, von hier aus ist man 1, 2, 3 drüben. Ganz interessant ist auch, ihr seht hinter mir hier diesen kleinen Yachthafen. Und diese Yachten, die kann man mieten. Das geht los bei, ja, sagen wir mal, 500 Lira am Tag und ist praktisch nach oben offen. Also man kann auch irgendwo 1.000, 5.000 oder 10.000 Lira ausgeben für so eine Yacht mit Kapitän. Und dann kann man halt mit einer Luxusjacht hier Tatsache dann für ein, zwei, drei Tage oder eine Woche über das Marmara-Meer oder über übers Karadeniz schippern. Wobei ich persönlich nicht unbedingt das Schwarzmeer als Route für so einen Yachtaufenthalt wählen würde, weil es doch ein recht ungewöhnliches und auch ungemütliches Meer ist. Im Hintergrund seht ihr jetzt das Marina von der Meerseite. Da hinten die roten Schirme und die blauen Schirme, das sind Restaurants. Hier hinter mir ist auch ein Restaurant. Und das etwas größere Gebäude hier in der Richtung, das ist die Marina Residenz. Und da oben kann man tatsächlich wohnen. Ja? Also ich sag mal, wenn jemand von euch richtig viel Schotter übrig hat, ja, da oben gibt es Wohnungen mit super Aussicht aufs Meer. Und dann sind wir auch hier gleich mal bei der Yacht Carina. www.carina.com.tr. Ja. Dahinter seht ihr den Namen und auch die Telefonnummer. Das ist also eine Yacht, die kann man zum Beispiel mieten. Übers Wochenende oder so. Tja, also schönes Fleckchen, Bakırköy, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, hoffe, hat euch gefallen. Ihr seht, hier gibt es wirklich eine ganze Menge interessanter Sachen zu sehen. Wie gesagt, wir werden uns noch mal in einem anderen Video die Sachen mit den Schiffen anschauen. Ich habe jetzt einen riesen Hunger bekommen. Ich gehe jetzt erstmal ins Kappa City, gönne mir ein Türkabisi und noch das ein oder andere Lokum. Nicht vergessen, wenn das Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann lasst auch einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, um auch die nächsten Videos wirklich dann sofort zu bekommen. Ansonsten, ich wünsche euch alles Gute, viele Grüße aus Istanbul, haut rein,